Huhu und willkommen zurück bei The Olivon und unserem Schönbauprojekt hier in Anno 1800. Wo waren wir? Wir wollten noch ein paar Ingenieure, glaube ich, upgraden. Damit wir... Deswegen wollten wir das machen. Genau, damit wir mehr Investoren bekommen, um die Phonographenproduktionskette freizuschalten. Dazu brauchen aber die Ingenieure erstmal noch Glühbirnen. Und ich weiß nicht genau, warum. Aber eigentlich läuft es doch jetzt hier. Wie sieht es denn hier aus? 2 von 2. Mit minimal... minimal. Ja. Wie sieht es hier mit Glühfäden aus? Haben wir auch 2 von 2. Und Glas haben wir sogar mehr. Also eigentlich müsste das doch laufen hier. Mit Elektrizität sogar noch mehr. Na gut. Also warten wir mal noch ab, bis die Glühbirnenversorgung wieder komplett erfüllt ist. Dann können wir noch mehr Investoren ansiedeln. Ha, ich freue mich schon so, wenn wir endlich hier in Crowley Falls... Ha, da findet sogar ein Erntedankfest gerade statt. Sehr schön. Zufriedenheit plus 10. Einkommen pro Haus plus 10%. Sehr cool. Ja, das hier wird dann irgendwann mal unsere riesige, schöne Hauptstadt. Wo dann auch die Wolkenkratzer entstehen werden. Ja, da möchte ich dann loslegen, wenn ich alles freigeschalten habe. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Vor allem, weil wir ja so schöne viele... Jetzt ist das hier wieder nur die Kanäle drin. Sie hochlegen. Komisch. Jedes Mal das Gleiche, wenn ich mir hier das Fußgängerzonenpaket reinmache. Jetzt ist wieder alles da. Sehr cool. Na gut. Ja, wir haben so schöne viele Dekos und wir könnten Jahrmarkt, wir könnten dann auch schon anfangen, irgendwie einen Marktplatz mit Jahrmarkt und mit so Essensbuden und so zu bauen und dann natürlich den Palast außenrum und da freue ich mich schon drauf. Aber dafür brauchen wir natürlich so viele Materialien und vor allem sehr viel Geld. Das dauert noch ein bisschen. Deshalb halten wir uns aktuell noch in der alten Welt auf und versuchen hier... Ja, jetzt sieht es doch fast gut aus, oder? Los, da wird doch gleich noch jemand einziehen. Los! Da, das ist die erste. Da ist noch einer. Jawohl. Sehr gut, es werden immer mehr. Natürlich müsst ihr jetzt gerade krank werden. Das ist ja spektakulär. Jetzt, wo ich euch aufsteigen lassen möchte. Ah, ich glaube, es reicht erstmal, oder? Hier vielleicht noch? Oh ja, hier vielleicht auch noch. Ja, okay, das reicht. Jetzt sind wir wieder zu viel. Das hier noch. So. Ah, sehr schön. Sehr, sehr cool. Dann ziehen da jetzt hoffentlich ganz viele zufriedene Investoren ein. Oder eben auch unzufriedene Investoren. Da brauchen wir dann erst 5000. Wir haben jetzt aber 3000. Das heißt, wir müssten doch eigentlich jetzt Ingenieure... Ja, wir haben die Phonographenfabrik freigeschalten. Sehr schön. Genau. Da brauchen wir noch einiges. Dächer der Stadt. Wann wird das freigeschalten? Auch bei 5000. Okay. Sehr schön. Wir können also Phonographen produzieren. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Zinkmine. Sag mal, haben wir hier eigentlich ein Krankenhaus in der Nähe? Ja. Okay.
Braucht ihr Hilfe? Müssen wir euch mobilisieren? Schafft ihr das auch so? Wo ist unser Krankenhaus? Wir mobilisieren mal. Dann geht's vielleicht ein bisschen besser. Haben wir Messing? Wir schauen mal. Wie sieht's denn aus? Zwischenprodukt. Messing ist stabil. Und wie schaut's aus mit ja, Zink und Kupfer haben wir gar nicht. Kupfer haben wir hier. Irgendwann haben wir Zink. Oh, hier haben wir Zink und Kupfer. In Kauzreuth haben wir Zink und Kupfer, weil wir machen da ja schon. Genau. Aber ich schätze, wir haben nicht genug. Hier wäre nochmal eine Zinkmine. Und hier wäre eine Kupfer. Okay, das ginge. Das ginge, das ginge. Dann machen wir hier noch eine Zinkmine. Die braucht natürlich Arbeitskraft, die wir hier nicht haben. Okay, das heißt, ja, wir bleibt uns nichts anderes übrig. Dann bauen wir in Kauzreuth eben auch mal ein kleines Dörfchen auf. Würde ich vorschlagen. Damit wir ein paar Arbeitskräfte... Oder wir bauen hier einen Pendlerkai. Wobei, so viel haben wir hier auch nicht, so viel Arbeitskraft. Nicht besonders viel. Aber dann könnten wir die verbinden. Eulenhof? Wie sieht es in Eulenhof aus? Eulenhof hat einen Pendlerkai. Ach ja, hier wollten wir. Wo bleibt denn unser Schiffi? Schiff hat Kaffee gekauft. Gut, und was brauchten wir jetzt hier? Fenster. Okay. Dann laden wir mal Fenster ein. Und vielleicht auch noch Holz. Und hiervon auch nochmal. Damit das schon mal wieder aufbauen. Damit hier unsere Ölproduktion nicht nachlässt. Das wäre mal das. Okay. Und Phonographen, ja, da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als dass wir hier jetzt nochmal Arbeiter ansiedeln. Oder eben... Nee, das ist blödsinnig. Haben wir hier einen Pendlerkai? Machen wir es am besten. Ich will ja die anderen Inseln alle dann auch für Crowley Falls haben. Das ist ja mein Gedanke noch gewesen. Und das Zink wird nicht reichen, was wir produzieren. Also gut, wir bauen noch was auf. Hier und dann hier auch ein Pendlerkai hin. Haben wir eh schon angefangen. Pendlerkai mit hin und hier haben wir ja einen Pendlerkai. Achso.
Achso, wir brauchen hier dann auch noch einen Pendlerkeil. Hier haben wir ja Zink und dergleichen. Ja, was kostet ein Pendlerkeil? Der war bei Ingenieuren, glaube ich. Stahl, 40 Fenster und 30 Beton. Okay. Also, einmal Baumaterialien hier rüber. Machen wir gleich erst den Beton. Und dann noch Holz haben wir noch. Steuermann! Okay. Siegel fährt einmal hier rüber. Und dann fangen wir aber trotzdem schon an, würde ich sagen, hier einen kleinen Marktplatz zu bauen. Und mal die ersten Bauern anzusiedeln. Hier noch ein Sägewerk mit hin. Oh, entschuldige, Elch. Ach, schaut mal, wie schön. Wie sie da grasen. Machen wir euch gleich mal noch Fisch. Und dann wollt ihr bestimmt Arbeitskleidung. Was sonst? Machen wir das hier hin. Wie geht's? Gut, danke. So. Und dann müssen natürlich nur unsere Wäscheleinen rein. Sehr schön. Ach, da können wir doch noch eine bauen, oder? Ja. Und dann bauen wir euch hier noch ein Plumpsklo mit hin. Und dann ist das wieder ein Keller. Ach. Brauchen wir einen Wegweiser? Den Weg weiter. Was könnten wir da noch hinbauen? Einen Apfelbaum. Ja, warum eigentlich nicht? Ein Apfelbäumchen wäre doch noch ganz schön. Ein Busch. Und dann Wiese. So. Ist doch schick. Ja, das wurde auch Zeit. Hast ja recht. Gut, Schiff kommt an. Sehr schön. Können wir uns jetzt schon den Pendlerkai leisten? Ja. Einmal Pendlerkai. Hervorragend. Also noch nicht hervorragend, aber... Wir arbeiten dran. So, da können wir ja auch wieder ein bisschen Deko für Deko Platz lassen. Dann, was brauchen die natürlich wieder einen Pub, damit die nicht unglücklich sind. Den könnten wir ja vielleicht hier mal hinzimmern. Und dann könnten wir unser Schiffchen
Sie haben ein neues Zwischenziel. Juhu, erreicht. Wir haben ein Dorf errichtet. Neuer Stadtstatus. Dorf. Schiffe wieder zurück. Hier, das Seeigel wieder zurückschicken, um Baumaterialien zu holen. Und vielleicht hier auch noch ein paar. Oh, wir wollten doch hier noch ein paar upgraden. Ja, das machen wir mal. Zack. Dann sind wir mal wieder im Plusbereich. Das gefällt mir dann ein bisschen besser. Sehr schön. Wie sieht es jetzt inzwischen mit dem Öl aus? Sehr gut. Das sieht doch ganz gut aus. Nimmt ab. Okay. Gut, eigentlich sollte das aber jetzt steigen, nachdem wir hier... Ja, genau. Sehr gut. Nachdem wir hier jetzt wieder unsere zwei Ölraffinerien im Laufen haben. Das ist schon mal gut. Dann kriegt ihr natürlich auch noch ein bisschen Schnaps. Damit ihr nicht unzufrieden werdet. Noch unzufriedener, als ihr ohnehin schon seid. Hahaha. Warum seid ihr eigentlich immer so unzufrieden? Ich mache euch das hier alles so schön. Ihr habt gar keinen Grund, unzufrieden zu sein. Oh, das schaut doch schön aus. Aha, das ist doch auch mal cool, oder? So, und dann kriegt ihr noch ein Lagerhaus. Hier mit hin. Sobald wir Was? Bauern, Zufriedenheit. Warum? Welch ein Mist. Warum? Ich mach euch jetzt... Ich mach euch doch alles. Ach so, ja, ihr kriegt ja gleich noch einen Pub. Hat die echt Mist gesagt? Das ist ja... Also echt. Oh, das Schiff ist noch nicht angekommen. Gut, aber zumindest haben wir jetzt hier so viel, dass wir die Zinkmine noch bauen können. Wo gehen wir da lang? So. Schiff ist angekommen. Dann brauchen wir unbedingt Baumaterial. Was brauchen wir denn hier noch? Das noch. Und dann nochmal davon. Und Holz, genau. Einmal bitte wieder hierher liefern. Holz produzieren wir aber auch. Da könnten wir ja nochmal was produzieren. Holz kann man nie genug haben. Da würde ich sagen, machen wir hier nochmal was hin. Und dann lieber so rum. Das ist kürzer. Ist eigentlich egal. Wir spielen ja nicht so auf Effizienz. Die sind immer noch krank hier. Ich träume von mehr. Da ist gerade ein Arztbesuch. Wunderbar. Dann wird da hoffentlich auch der Arzt bald ankommen. Mobilisieren geht gerade nicht. Schade. Warum? Kann nicht mobilisiert werden. Weil wir nicht zufrieden genug sind. Ach ja, die Zufriedenheit. Zufriedenheit ist so eine Sache. Wie sieht es denn hier aus? Welch höchst erfreuliche Überraschung. Zufriedenheit plus 12. Handwerk- und Ingenieurshaus. Zufriedenheit plus 8. Einkommen minus 10%. Naja. Irgendein tolles Item müssen wir uns da noch suchen. Für mehr Zufriedenheit. Wir haben ja hier schon... Oder wir nehmen das wieder raus. Dann haben wir halt weniger Einwohner. Gut, die Investoren sind halt so unzufrieden, ne?
Unsere Zufriedenheit liegt nur ja, eure über den auch. Median. Genau. Und die Investoren sind ganz unzufrieden. Weil ich euch das auch alles verboten habe hier, ne? Oder eigentlich wegen der Zeitung? Gute Nachricht, sorgt für den Volk für gute Stimmung. Zufriedenheit plus 5. Warum haben die dann hier einen Holzsmiley? Ah, minus 5. Freie Zeit. Ingenieure sind das Fundament unseres Wohlstands. Naja, gut, Phonographen werden wir noch machen. Das Mindeste, was wir für sie tun sollten, ist, sie. Phonographen bekommt ihr ja dann noch. Das können wir mal freischalten gleich. Und Hochräder. Hochräder? Wie sieht es mit Hochrädern aus? Zu wenig, okay. Kautschuk. Wie sieht es denn aus mit Kautschuk? Eieieiei. Kautschuk. 63. Gut, dann bauen wir doch noch eine Hochradwerkhalle, würde ich sagen. Stahl haben wir. Ja, wir bauen hier noch eine hin. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, schön, dass da wenigstens was passiert. Dann machen wir mal hier noch Hochräder. Vielleicht ist das ein bisschen förderlich für die Zufriedenheit. Und dann eben, wenn wir Phonographen noch machen. Ja, dazu brauchen wir aber erstmal unser Schiff hier, unser Seeigel, der sehr langsam vorankommt, leider nur. Schoner steht bereit. Ah, wo ist denn Eine Krankheit Seeigel? Ist ausgebrochen. Immer noch. Oh. Ja, ja, toll. Das ist super. Wir sind ja gerade dabei. Wo bleibt er denn? Na los. Gegenwind, schneller. So, einmal schnell ausladen hier. Und dann mal hier. Zack. Zack. Und dann noch ein Krankenhaus. Zack. So. Aber jetzt. Habt ihr hier ein Krankenhaus? Jetzt dürft ihr euch nicht mehr beschweren, bitte. So, auch ein bisschen im Schönbau frönen. Was haben wir denn hier? Ein Springbrunnen, der macht sich doch eigentlich ganz gut, oder? Ein Springbrunnen im Krankenhauspark. Finde ich eigentlich ganz schön. Ist das zu nah? Sieht das gut aus? Wenn man rauskommt und gleich da zum Brunnen kommt. Gesundheit. Eieiei. Ja, das ist schon ein bisschen arg nah, ne? Das schaut nicht so gut aus. Wir könnten es aber wieder hier hin machen. Oder dann eben doch hier hin. Machen wir es lieber hier hin. Und dann machen wir hier eine Hecke hin. Oder einen neuen Menschen. Einen kleinen Weg. Ein Weg. Ich störe nicht mal die Nachbarn. So. Und da vielleicht. So. Jedenfalls alles hell, bitte. Die Epidemie wurde besiegt. Na, wunderbar. Ein paar Sitzmöglichkeiten für die Genesenen. Und ein Denkmal kommt hier auch noch mit hin. Oh, und vielleicht auch noch ein Bäumchen, oder?
noch ein schönes Bäumchen hier mit her. Und hier auch. Huh, das wollte ich nicht. Und ein, nein, das ist nichts. Noch Blumen. Blümchen. So. Und dann würde ich aber gerne eigentlich die Straße hier abreißen. Ja gut, hier können wir die Straße lassen. Nochmal eine Straße hin. Und dann würde ich hier gerne nämlich einen. Weil dann müsste ich ja das hier auch machen. Nee, egal, ich will. Ich will gerne das so lieber haben. Das schaut schöner aus. Ja, das ist schöner. Und was machen wir hier noch hin? Was haben wir noch? Das brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn noch Schönes? Ein Brunnen? Nein, wir haben jetzt noch schön. Anderen Brunnen. Ach, wir könnten hier aber einfach noch einen Wegweiser mit reinsetzen. Genau. Ein schöner Wegweiser. Und dann einfach nochmal ein Bäumchen. So, prima. Das ist schön. Ach, Moment. Wann? Ach, wenn wir einen Touristenhafen haben. Okay. Gut. Haben wir. Ja, das müssen wir noch unbedingt bauen. So, das heißt, wir machen jetzt hier noch Zink. Gut, das heißt, wir können hier Kupfer machen. Sehr gut. Und wir müssen dann. Das bringen wir doch eh schon drüber, oder? Wir machen Messing direkt hier. Ja, gut, das macht ja nichts. Dann laden wir trotzdem jetzt einmal Zink hier ein. Nur wir dürfen nicht zu viel einladen. Wie viel laden wir dann ein, bitte? Machen wir mal 3. Muss jetzt erstmal gucken, wie viel das dann ist, weil wir haben hier. Ehrlich? Wir machen hier Zink. Ja, wir machen hier Zink. 30. Ach ja, genau. Wir haben also. Genau. Eine Kupfermine und eine Zinkmine auf 2 Messinghütten. Ja, genau. Aber wir hatten doch vorher gar keine. Ach doch, freilich, auf eine Zink, genau, jetzt haben wir 2 Zinkminen. Ah, sorry, komischer, kleiner Denkfehler. Jetzt haben wir ja 2 Zinkminen und bringen die einmal die Zinkmine rüber, hierher, für die eine Kupfermine und machen hier dann auch nochmal einmal Messing. Heißt, hier wird auch Messing produziert, zusätzlich. Machen wir am besten hier mit hin gleich. Nein, nicht schön. Kannst du Elektrizität haben? Optional. Ja, dann machen wir dich da rein. Passt doch nicht angegossen. Dann hast du Elektrizität und dann kriegst du hoffentlich Zink und Kupfer. Für. Genau. Dann brauchen wir noch eine Kunstschreinerei. Wie sieht's aus mit Holz? Hier gleich mal upgraden.
Ja, dann brauchen wir noch einmal eine Holzfällerhütte und eine Kunstschneiderei. Ja, das wird jetzt hier nämlich echt eng, ne? Hier ist es jetzt wirklich eng. Sieht, also hier ist jetzt eigentlich voll. Müssen wir woanders noch Holz machen. Was haben wir denn noch von Kautzreuth? Hier. Das fährt ein, auch nur ein kleines Schiff. Und der Kampfkauz fährt hier auch noch. Eieiei. Das müssen wir alles noch austauschen. Da haben wir schon. Ja gut, dann müssen wir eben mal noch ein Schiff bauen. So, wir hätten noch den Clipper hier, den wir die ganze Zeit benutzen und hin und her schicken. Dann müssten wir eben mal unsere Eule wieder holen, die gerade noch in den Besa hängt. Aber wir machen ja jetzt hier aktuell eh keine Aufgaben. Also würde ich sagen, schicken wir mal unsere Eule wieder zurück, weil die Aufgaben hier, die machen wir jetzt nicht, die machen wir ein andermal. Und dann hätten wir noch hier den Clipper. Alles bereit. Und wir können doch aber bestimmt auch noch ein Frachtschiff machen. Prima. Ein Frachtschiff. Und dann machen wir ja mal hier im Eulenhof noch Holz. In Eulenhof oder lieber in... Eigentlich egal, wo wir es machen, ne? Machen wir hier. Machen wir hier einmal Holz. Zack. Genau, dann müssen wir von Eulenhof mal Holz rüber transportieren. Aber da können wir jetzt aktuell... Ja, wir können den Seelöwen dann austauschen gegen das Frachtschiff. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, wenn das Frachtschiff dann fertig ist. Aktuell können wir hier mal noch ein Depot bauen. Was fehlt? Noch alles? Eine Epidemie breitet sich aus. Schon wieder eine Epidemie. Wieso kann ich denn... Ja, okay. Einmal ein Depot. Dann einmal noch hier die Waren ausladen. Und dann nehmen wir einfach den Seeigel. Ja. Ah. Stadtfest ist vorbei in Crowley Falls. Oh, schade. Ja. Zink kommt noch. Ich hoffe, das reicht. Wie viel hast du da? 7. Na gut, aber der bringt ja jetzt mal... Was ist er? 3 rüber. Und es ist ja eigentlich nicht so ein weiter Weg. Wir gucken mal, ob wir mit 3 zurechtkommen. Oder ob wir dann hier noch was rüberbringen müssen. Die Formel ist euch fehlt noch Kautschuk. Okay, wir schauen mal nach Kautschuk. Kautschuk. Hier haben wir Kautschuk. Halt, wir haben schon 4. Nimmt ab. Können wir noch eine... Eine können wir noch bauen. Wohin? Da. Das ist jetzt wieder die Frage. Entschuldigung. Frosch im Hals.
Hier. Natürlich. Ja, hier machen wir nochmal eine Kautschuk mit dazu. Hola. Hola. Jawohl. Sehr schön. Noch mehr Kautschuk, bitte. Das auch einmal upgraden. Oh, wir könnten mal gucken. Tukan. Tukan. Wie jetzt die Produktion ist. Mit den Hochrädern. Und Kautsdorf. Hochräder. 5, 8. Achso, nee, ich wollte ja eigentlich. Wollte ich. Hier. 5, 8. Brauchen wir so viel Kautschuk. Krass. Dann würde ich sagen, bauen wir mal noch eins. Gleich hier mit hin. Macht ja Sinn dann, ne?